kaum sonst haben sich in der Menschheitsgeschichte Märkte so rasch konzentriert. Und das bedeutet, dass wir in wenigen Jahren vor der Situation stehen könnten, dass es keine sinnvoll andere Alternative für Menschen gibt, online einzukaufen als bei Amazon. Jeff macht die Regeln, seine Regeln. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus. Jeff hat eine riesige Macht, die es ihm erlaubt, auch Preise zu drücken, die Konditionen und die Bedingungen vorzugeben für die Händler und für die Produzenten. Mehr und mehr stellt Amazon auch Produkte her und verkauft es unter dem Namen Amazon. Die Marktstände selbst werden dann auch von Amazon übernommen. Das hat keine Vielfalt mehr, sondern das ist das, was wir als einen Albtraum eines Marktes bezeichnen. Hinter jedem Stand Jeff Bezos? Das ist Planwirtschaft. Da gibt's einen in der Mitte, der alles weiß und alles kann.